Moin, herzlich willkommen bei VP Uniflot. Mein Name ist Frank Schmalowski und ich möchte euch heute die Elfi von der Firma EVBox vorstellen. Die hat eine interessante Backend-Anbindung. Bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Die Elfi von EVBox ist ein bisschen anders als andere Wallboxen. Das beginnt schon bei der Verpackung. Die äußere Hülle ist beschichtet, hat aber dafür wenigstens eine Bohrschablone. Der Karton selber ist zweigeteilt und verzichtet innen drin auf Folie oder Styropor zur Auspolsterung. Das ist schon ein guter Ansatz in Richtung Nachhaltigkeit. Die Bedienungsanleitung ist mehrsprachig und erhält von der Installationsanleitung über Konformitätserklärung bis zu Hinweisen nachher in der praktischen Nutzung alles das, was sie soll. Eine schöne Idee ist die DIN A4 große Pappe. Dort sind neben einer RFID-Karte, ein RFID-Chip, die ChargePoint-ID und der Security-Code hinterlegt, sowie zwei Bügel, um die Wallbox später mal im Bedarfsfall wieder von der Wand demontieren zu können. Ich habe hier die 11 kW-Version mit 6 Meter Ladekabel, integrierten DC-Fehlerstromschutz, optionalen AC-Fehlerstromschutzschalter, ein MID-Zähler, RFID-Leser, dann verfügt sie über WLAN und über das WLAN wird auch die OCPP 1.6-Schnittstelle mit dem Backend verbunden. Die Wallbox selbst ist dreigeteilt. Es gibt ein Sockelteil, ein Oberteil und das Ladekabel ist auch separat. Die herausnehmbare Kabeleinführung und Zugentlastung erleichtern die Montage. Über die Federzugklemmen ist ein elektrischer Anschluss problemlos möglich. Neben den Klemmen für die Zuleitung finden wir im Sockelteil noch die Anschlüsse für Modbus und die Steckverbindung fürs Gehäuseteil. Der MID-Zähler ist natürlich auch im Sockel drin. Die Abdeckung dazu ist dann auch plombierbar. Das Ladekabel bei der Elfi ist dann ein separates Bauteil. Das hat den Vorteil, dass das Ladekabel später im Bedarfsfall mal problemlos gewechselt werden kann. Das Ladekabel wird in das Gehäuse eingesteckt und von hinten durch eine Schraube gesichert. Dabei ist darauf zu achten, dass das Ladekabel nicht über das Gehäuse hinaus hervorsteht. Das Ganze ist mit etwas Kraftaufwand verbunden. Die Teile sitzen da stramm drin. Die Box kann jetzt zusammengebaut werden. Vorher sollte man sich noch ein Foto vom Typenschild der Box auf der Rückseite des Gehäusedeckels machen. Das Gehäuse wird einfach auf das Sockelteil aufgesetzt. Etwas Kraftaufwand ist erforderlich. Wenn man es wieder demontieren möchte, dann sind diese beiden Schienen erforderlich. Kommen wir jetzt langsam zur Inbetriebnahme. Hierfür müssen wir uns eine App downloaden, die EVBox Connect App. Man findet sie kostenfrei in den entsprechenden Stores. Mein iPad verbindet sich hier mit Bluetooth mit der Wallbox und ich kann die Grundeinstellungen vornehmen. Dazu gehören dann Einstellung der Ladeströme, Aktivieren des WLANs und Registrierung der RFID-Karten. Der AC-Fehlerstromschutz kann hierüber auch aktiviert oder deaktiviert werden. Die Wallbox wäre dann jetzt so einsatzbereit. Die Elfi verfügt aber auch über eine kostenfreie Backend-Anbindung. Diese programmiere ich jetzt im nächsten Schritt. Dazu legt man sich einen Account auf der EVBox-Webseite an. Das Programm heißt dort Hey bei EVBox.
Damit habe ich dann ein kostenfreies Monitoring, kann mir meine Ladedaten ansehen und kann diese auch in Excel exportieren. Eine Abrechnung oder gar Eichrecht ist in der kostenfreien Version natürlich nicht möglich, aber sie bietet schon erheblich mehr als andere Hersteller haben. Ich habe hier die RFID-Karten auch beide ins Backend eingetragen. Damit können auch zwei unterschiedliche Nutzer die Wallbox nutzen und werden getrennt, ja, gemonitort oder abgerechnet, je nachdem, wie man das nennen will. Die RFID-Karten sind übrigens MyFair-Standard, so dass alle anderen Karten da auch dran arbeiten, die im MyFair sind. Über das Backend können dann auch mehrere Wallboxen an unterschiedlichen Standorten verwaltet werden. Im praktischen Test macht die Wallbox alles, was sie soll. Die Ladevorgänge werden korrekt an das Backend übermittelt. Mit beiden RFID-Karten lässt sich die Box starten und ich habe den internen Fehlerstromschutzschalter AC-seitig aktiviert. Er schaltet bei 32 mA ab. Die Standby- oder Leerlaufleistung habe ich auch gemessen. Hier kommen wir auf ungefähr 5 Watt. Das macht im Jahr 43,8 Kilowattstunden als Standby-Verbrauch. Für eine smarte Wallbox ist das durchaus ein guter Wert. Kommen wir zum Fazit. Das modulare Konzept der EV-Box Elfi ist hochinteressant und bringt viele Vorteile in der Installation und Wartung. Das kostenfreie Backend zum Monitoring dürfte in der Branche einmalig sein. Bei einem Bruttopreis von rund 1100 Euro in dieser Ausführung und natürlich der KfW-Fördermöglichkeiten ist das ein hochinteressantes Paket. Ich würde empfehlen, die Wallbox vor der ersten Montage in der Werkstatt einmal aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu programmieren. Alles in allem eine gute Wallbox mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war's dann auch schon wieder bei VP Uniflott. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut oder mir ein Abo dalasst. Bis bald!